Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von How to Emergency 16. Wir sind in Hamburg angekommen und was ist denn hier los? Das sieht ja aus wie Corona-Quarantäne. Ja, Naja, ein bisschen Straßensperre. extremer. Stadt ist abgeriegelt, würde ich sagen. Da Oh. kommt keiner rein und keiner raus. Wir haben ja immer noch das Thema Pest. Richtig. Und Das zieht sich durch die ganze Kampagne durch. genau. Also so Epidemie. Aus Angst vor dem Ausbruch der Pest wurde in Hamburg eine Ausgangssperre verhängt. Halten Sie Zivilfahrzeuge davon ab, in die Tatsächlich, Innenstadt einzufahren? das Und ist so sorgen ein Sie dafür, dass die Ausgangssperre ruhig verläuft? geteilter Einsatz. Also wir haben jetzt nicht nur die Aufgaben, sondern da kommen, glaube ich, noch Ja, mehrere, also ne? aktuell haben wir nur die Aufgaben, aber die staffeln sich hoch. Die werden Genau. immer mehr nach und nach. Deswegen, also, wenn das jetzt der gesamte Grundsatz wäre, also ich weiß ja nicht, Nee. zwei Straßensperren errichten und vier Polizisten aufstellen, die dann den Verkehr umleiten mit so einer Kelle. Weiß jetzt nicht, ob das ein Grundsatz wert ist. Ich will es auch nicht. Nee, aber das ist nur der erste Staffel. Das staffelt sich dann noch hoch, der Einsatz. Ich glaube, ein Streifenwagen jeweils dahin, oder? Ja, ein Streifenwagen in dieses blaue Kästchen war's. Wird gemacht. Man kann ja nicht mal ordentlich platzieren, ey. Ja, Schlimm ist das. ihr müsst das entschuldigen, wir sind zu sehr von Können rein. Lüdenscheid und ja, von Lüdenscheid hauptsächlich verwöhnt. Gucken wir mal vor. Muss ich noch irgendwas So, machen? und da ist er auch da an der Stelle. Jetzt sehen wir schon markierte Straßensperren 1 von 1 und 2 von 2. Achten Sie auf ankommende Fahrzeuge. So, jetzt müssen wir die Polizisten aussteigen lassen und einmal die Straße absperren lassen. Dafür haben die ihre Polizeikellen. Und Nein, dann nicht kann nach man Hause die. fahren. Dann können die da einmal rumwedeln mit den Polizeikellen. Bin dabei. Das ist U. In der Stadt Wird findet auf gemacht. offener Straße eine Schlägerei statt. Whoop. Nehmen Sie die Beteiligten fest. Versorgen Sie die Opfer. Erwarte Hauptsache Befehl. Schlägerei, Jawohl. wenn Pest am Laufen ist. Naja, ich würde Sofort sagen, Befehl. irgendwelche Leute, die irgendwie demonstrieren wollten oder irgendwas, und dann ist Alles das Ganze klar. eskaliert In oder irgendwie Ordnung. sowas. Auch auf dem Sportplatz, wie nett. Oh ja, ein paar Leute. Ja, boah. Es sind nur fünf, die sich gegenseitig niederknüppeln. Aber verschwüsel haben sie das Stadion auch schon, weil also ich glaube nicht, dass die auf dem Boden normalerweise Fußball spielen, so verwüstet wie der Mit ist. Bänken, ja. Ja. Was machen wir denn? Ja, In einmal Ordnung. SEK und einmal Mannschaftstransporter. Ich denke Verstanden. mal, zwei Sanis wirst du auch Okay. brauchen. Zwei Sani-Teams. Alles klar. Weil ich denke mal, die werden zwei weniger knüppeln Sofort. oder sowas. Wäre jetzt zumindest meine Schätzung. So, genau, die haben sich aufgestellt. Hier ist dann sind sich nur einer, ne? Ja. Ja, sollte. So, und wir haben Aber die hast du mal noch Straßensperren anfahren. absichern und Verkehr umleiten 0 von 4? Oder das bedeutet, du musst vier Autos umleiten. Das kann natürlich auch Ja, sein. das vermute ich mal eher. Und sie dann verhaften. Ah, ey, gu gute Schätzung hier mit zwei Verletzten. Gute Schätzung. Naja. War das ja ein Stadionmitarbeiter oder Bei was? fünf Leuten, da können sich ja nur. Ja, jetzt knüppeln sich die nächsten zwei. Es können sich immer nur zwei knüppeln in Höre. Emergency. Deswegen dachte ich Jawohl. mir schon, dass da zwei verlieren müssen, Alles wenn in sich Arbeit. vier Leute knüppeln. Jetzt ist der dritte weg. Da kannst du aber noch einen dritten Rettungswagen Alles rufen. klar. Alles klar. Zum Notarzt muss man auch mal dazu holen. Dass das SEK immer so lange braucht. Ja, na, die Was brauchen halt einen gibt's? Moment, um sich abzuseilen. Höre. Weil ich aus Wird dem Helikopter erledigt. Sofort. rausspringen kannst du ja auch nicht. Höre. Da brichst du dir Okay, alle kein Knochen. Problem. Bin bereit. Alle Knochen Okay. bestimmt nicht. Wird gemacht. Erwarte Befehl. Bin dabei. Ja, vielleicht bleibt der Erledigt. Amboss in Ordnung. Doch, ernsthaft. Wir sollten Sie aus dem Gefahrenbereich evakuieren und ist in Arbeit. Ist nicht Ja gut, jetzt geschafft, können Sie nicht ey. mehr. Mehr als Was vier gibt's? können Sie ja nicht mehr knüppeln, ne? Offener Straße eine Ja. Schlägerei statt. Nehmen Sie die Ja, die Beteiligten nächste. fest. Versorgen Sie die Opfer. Ja. So, jetzt merkt ihr schon, obwohl noch gar nicht so viel los ist, wird es langsam sehr chaotisch. In Ordnung. Einfach weil man jetzt vier Einsatzstellen gleichzeitig schon hat. Also wichtig bei dem Einsatz hier ist es auf jeden Fall, dass man Okay. Rettungsdienst und Polizei, wenn sie nicht mehr benötigt werden, immer direkt nach Hause schickt, Zu weil Befehl. das wären ja noch Verstanden. ein paar Schlägereien, die dazukommen und ein paar Ganz weitere korrekt. In Events, Ordnung. wofür man dann jegliche Was Polizei gibt's? Zu und Befehl. Rettungsdienstressourcen braucht und es sehr unklug wäre, da irgendwas auf der Gemacht. Map einfach rumstehen zu lassen. Ich meine, die bei den Sperrungen, die brauchst du wohl da. Also die Bin müssen halt da bereit. bleiben.
Die kannst du tatsächlich auch, wenn du die vier Personen, also vier Autos umgeleitet hast, was du jetzt schon gemacht hast, kannst du die auch nach Hause schicken tatsächlich. Das ist egal. Das habe ich früher auch mal gemacht. Mhm. Da habe ich immer ein Absperrband gezogen und die Autos fahren lassen wieder. Ah, oh, cool. Du kannst sie aber auch einfach so fahren lassen, die Autos. Dann hast du zwei Streifenwagen mehr zur Verfügung. Weil, das kann ich schon mal spoilern, gegen Ende hin kommt da nochmal ein ganz großes Event, wofür man eigentlich wirklich alle Kräfte benötigt, die man irgendwie nur hat. Deswegen nehmt doch wirklich alle Ressourcen, die ihr habt, und alle mit auch die zwei Streifenwagen von den Straßensperren zurück. Und wenn ihr das realistisch haben wollt, dann setzt da wenigstens Absperrband hin. Was heißt behandeln hier? Ja, okay, ich mein Gott, der braucht ein Pflaster oder was? Ja, der kniet da und hält sich den Arm, also wird jetzt nicht so schlimm sein. Du willst keine lebensbedrohliche innere Verletzung haben, denke ich mal. Was mit dem Gefahrenbereich ist, wie sie so sagen, ist er selber schuld dran. Hat er selber mitgeknüppelt. Er ist der Gefahrenbereich. Ja. So, will ich den nach Hause schicken? Nein. Oder fehlt neuer? Wenn du den letzten SEK da drin hast, dann kannst du es machen. Wobei, ich glaube, ich lasse den mal hier. Und du schickst dann einfach noch weiter. Genau. Weil es geht schneller. Sie die fest. So, was ganz Neues. Ach, auf der Reeperbahn. Das kann man auch so in Emergency 5 noch von der Schießerei. Die war auch an der gleichen Stelle. Ein Auto haben sie schon zerstört. Ah ja. Immer so sind die abschleppen. Verstanden. Da sind sogar noch ein paar mehr Autos hier kaputt. Das ist aber nicht unsere Aufgabe. Es geht nur darum, die Leute behandeln und festnehmen. Habe ich Automatismen angeschaltet? Das sieht mir irgendwie nicht so aus. Na. Hm. Das ist natürlich auch was man checken sollte, weil mit Automatismen lässt sich es auf jeden Fall einfacher arbeiten als ohne Automatismen. Weil dann denken die Einsatzkräfte noch ein bisschen mit, und vor allem wenn man mehrere Einsatzstellen hat, muss man dann nicht jedem einzeln alles selber sagen, sondern die arbeiten noch ein bisschen selbstständig. Was das Arbeiten ungemein leichter macht. Dann brauchen wir hier noch einen Mannschaftstransporter, da kommt er gerade, und zweimal Rettungsdienst. Hat sich die Endstelle auch erledigt. Siehst du, da kommt auch schon Rettungsdienst. Wenn man gerade vom Eseltratschen kommt, da angelatscht. Der fährt nach Hause. Ach so. Ich dachte, das wäre einer, den du schon hier hergeholt hast. Nee, ich würde einfach von hier. Oder du ziehst die direkt ab, das ist natürlich auch eine Option. Wird erledigt. Ja? Jawohl. Wie viele Polizisten brauche ich gar nicht? Okay. No. So, okay, der Helikopter fliegt auch schon nach Hause. Gott. Wo wollen die? So, die Polizisten kannst auch einem kassieren. So, bauen wir bitte Abstellwand. So, du fährst nach Hause. So, haben wir nach und nach dann die einzelnen Einsatzstellen auch hinter uns gebracht. So. Und dann beruhigt sich auch nach und nach hier die Einsatzlage für das Grand Finale dieses Einsatzes. Hör doch mal zu spoilern. Ich sag nur, dass es ein Grand Finale gibt. Ich sag mal so, in dieser Videoserie ist natürlich klar, dass ihr gespoilert werdet, weil es geht ja darum, euch zu zeigen, wie man denn nach unserer Meinung nach am sinnvollsten die Einsätze lösen kann, weil wir beide spielen Emergency seit einigen Jahren und haben die einzelnen Grundsätze auch schon ein paar Mal durchgespielt und wissen dann mittlerweile auch, wie die funktionieren. Und dass man Leute vielleicht einsteigen lassen sollte, bevor man sie abbauen lässt. Ja, ja. Das ist wieder diese Verwöhnung aus Emergency Lüdenscheid. Warum machen die NPC-Polizisten eigentlich nichts? Also ja, die sind nur dazu da, um zu kontrollieren, dass niemand auf der Straße rumläuft oder so. Niemand auf der Straße rumlaufen lassen, aber auf dem Müll, ja. Eieiei, die Umweltverschmutzung. Ja? Wo ist der denn gerade hin? Zack, fährt nach Hause. Ich hätte ein bisschen mal mit Helikoptern arbeiten können. Das wäre an sich eine Möglichkeit gewesen, ja. Wetten, jetzt kommt gleich was? Er fliegt wieder zurück. Eieiei. Okay, das hättest du mir auch vorher sagen können. Dann hätte ich dir einfach hier behalten. Das verrate ich dir doch nicht. Ja.
Danke. Ich wollte den Leuten ja auch nicht zu viel spoilern. Ja, okay, hast recht. Okay. Wurde mehr vorgehalten. Hast recht. Alles klar. Deswegen so. Und wirklich, also dieser Grund, es kommt erst, wenn ihr alles abgehakt habt. Also an den kleinen nicht Einsätzen. Wird erledigt. Richtig. Ihr habt es ja gesehen, erst als alles grün war an der Liste, dann kam der. Deswegen. Dann könnt ihr jetzt auch nicht die Pascal-Methode zurückalarmieren. Ich mache jetzt nicht die Pascal-Methode, einfach alle niederschießen. Musst du auch nie machen. Problem ist nur, hier gehen einige wandern. Gangster. Bewaffnete Gangster. Oh, die sind bewaffnet. Oh, also shit. Doch alle niederballern. Ganz nach Methode Pascal. Die schönen armen Busse, die sie ja kaputt gemacht haben. Unglaublich. Na gut, vielleicht sollte ich wirklich die niederknüppeln, die. Ich sag mal, die noch zusammenstehen, die kann man wohl sich noch so snacken. Richtig. Die Taktik, die ich hatte, war auch immer, dass ich mit einem Scharfschützengewehr denjenigen, die wandern gegangen sind, hinterhergerannt bin. Richtig, denn diejenigen, die wandern gehen, sollten so schnell wie möglich niedergestreckt werden, denn die zündeln. Zündeln? Ja, der Typ hier, der wandern gegangen ist, der hat das Haus angesteckt. Jetzt rennt er. Und jeder von denen, die ja wandern gehen, die können potenziell Objekte anzünden. So, warte. Du. Ihr. Da. Da kommt was an. Wo auch immer die hin wollen. Trifft er die? Ja. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Wird erledigt. Höre. Kein Problem. Jawohl. Was gibt's? Erwarte Befehle. In Ordnung. Der liegt. Heißt, wir brauchen Rettungsdienst. Zu Befehl. Was gibt's? Die steigen aus. Du wirfst da bitte noch eine Blendgranate drauf. Und genau, die nehmen die fest. Und du hast Blendgranate. Du gehst schon mal dahin. Und dann gucken wir mal. Ich würde empfehlen, mal einen Überblick drüber zu machen, welche gerade wandern sind. Da wandert einer, der hat schon was angezündet. Dann holen wir uns den noch. Hallo, NPC, bitte. Mach mal was. Die arbeiten ja nicht mit den NPC-Fahrzeugen. Die habe ich die Gegend fahren, patrouillieren. So. Ansonsten haben wir immer noch alle hier. Wir haben aktuell 2 Brände. Holen wir die raus. Die wurden geblendet. Zack. Höre. Sofort. Erwarte Befehle. Nimmst du fest. Okay, den hätte ich jetzt nicht niederschießen müssen hier. Ja. Warte. Wird erledigt. Verstanden. So. Erwarte Befehle. Der Polizeihelikopter bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen. Erwarte der Basis. Befehle. So, nimmst du fest. Machen wir mal auf die menschliche Art. So, sollten wir da noch Feuerwehr hinholen. So, ja, wir brauchen unbedingt noch Feuerwehr. Weil das Gebäude hier brennt jetzt auch schon, das große. So, genau, die TLFs sind nämlich da. Das heißt, das kümmert sich jetzt um das hier. Und das fängt auf jeden Fall hier bitte an. Oder es kühlt erstmal das, ist mir egal. Die können nach Hause fahren. Was gibt's? Jawohl. So. Du da rein. Du hast noch den festgenommen. Dann nimmst du den. Der hat jemanden drin, das heißt, der geht bitte nach Hause. So, wir wollen ja auch auf Zeit spielen, das heißt, es muss halt möglichst schnell alles passieren. Richtig, um die möglichst viele Punkte rauszubekommen. So, ich denke mal, am morgigen Tage darf dann Hamburg sich erstmal einen neuen Busbahnhof bauen. Ja. Weil der ist komplett im Eimer. Du hast das hier gelöscht. Schön. Dann darfst du auch ruhig weitermachen. Kein Problem. Ja. Sofort. Bin bereit. Ist in Arbeit. So, du löscht das.
Was gibt's? Sofort. Ja. So, genau. Ihr geht schon mal dahin. Wo haben wir noch was? Haben wir irgendwo Leute? Ja, hier. Bin bereit. Ah, ja. Das sind die letzten. Bereit. Nee, fehlt noch einer. Das ist dann der da. Was gibt's? Wird gemacht. Wow. Okay. Aber ich muss sagen, von den Bränden, da hätte ich schneller sein können. Den einen hier oben, den habe ich ja schon ein Stück zu spät gesehen. Also was man auf jeden Fall machen kann, Feuerwehr ist vorher alarmieren hierher. Also die Stelle ist ja immer die gleiche. Die Stellen sind immer die gleichen. Auch wenn das natürlich ein bisschen unfairer Vorteil dann ist, aber machbar wäre es. Alle Aufständischen festgenommen und abgeraten. Erwarte Befehle, kein Problem. Ja. Also wenn das kein Gold wird. Guck mal da. War Gold gab's noch dafür. Jo. 243. Ja. Oh, ja. Und mit der Elite User 48 kannst du doch auch mal nicht andersweise aufnehmen. Ja, das ist schwierig. 750.000. Muss man auch hinbekommen. Na gut, das war's mit dieser Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, ne? Die kleinen Einsätze dazwischen, die zeigen mich. Tschüss. Genau. Tschüss.